Willkommen zurück zu Let's Play Avatar. Im letzten im letzten Part haben wir diese Ebene hier abgeschlossen. Und nun müssen wir mit ihm reden. Jetzt, Ryder. Niven, nimm das Lied. Und die Firma? Wisst ihr, warum sie sich zurückziehen? Die Tatut sammeln sich. Metallvögel füllen den Himmel. Tragen viele Menschen. Ein Sturm zieht auf. Hol das Lied. Wir müssen zum Kelutral zurückkehren. Das zweite Lied, Tanjala möchte, dass sie das Lied der Weide holen. Geht klar! Aber wo ist es? Achso, jetzt kann ich wieder Scheiße spielen, ha? Scheiße, Mann. Muss ich runter? Ah! Warte, da war's. I've seen it. Ah, muss ich jetzt schon wieder cutten? Da, eins der drei Lieder. Das nächste wird wahrscheinlich da drüben sein. Ja, es bebt schon. Ja, hier. Das zweite. Das dritte wahrscheinlich da hinten. Irgendwo hier. Hier. Und drei. So. Nur wieder mit der reden. Aber zuerst mal diese Zeitprobe da hinten klauen. Das war übelst wichtig jetzt. Vor allem, da ich jetzt nicht mehr hochkomme. So. Du hast gute Arbeit geleistet. In dir lebt der Geist eines Menschen. Doch du erreichst, was nur wenigen Navi gelingt. Ich versuche nur das Richtige zu tun. Du bringst Hoffnung für die Zukunft, Kiweko. Bringen wir dieses Lied zur Saik. Der Kampf entwickelt sich schnell. Die Menschen sind uns einen Schritt voraus. Wir müssen dieses Lied zum Kilotral zurückbringen. Unterschätze den Heimvorteil nicht, Tanjala. Ich glaube, die Chancen stehen gut für uns. Ich hoffe, du hast recht, Ryder. Heimat ist, wo ich mein Lied singe. Tanjala möchte, dass sie mit der Jahig im Hausbaum sprechen. Geht klar, wo ist der Reisenmann? Hallo, ich möchte nach Hause. Reisen. Annehmen. Und damit hätten wir auch Tognaring, das Gebiet Tognaring, beendet. Und kehren wieder zurück zum Hausbaum und müssen es wieder episch ein Lied singen. Das zumindest 2 Sekunden lang dauert. Ja, erfüllen Sie erfolgreiche Missionen und strecken Sie Gegner nieder, um XP zu gewinnen. Dadurch werden neue Belohnungen freigeschaltet. Menü zur Anzeige, klar. Ab nach oben. Boah, wenn die Menschen das hier angreifen würden, dann wären sie richtig am Arsch. Hey, du Penner, ich hasse dich, du bist böse zu mir. Zack. Erstmal wieder schön Bäumchen klettern. Vor allem, man muss sich mal vorstellen, so ein Navi ist umgerechnet 3 bis 4 Meter groß. Hey ho, dich kennen wir doch schon, hier bist zweite Lied. Sehr gut, Ryder. Du hast das Lied. Ich verstehe. Was machen die Neuzugänge hier? Die Kunde deines Erfolgs verbreitet sich. Die Hoffnung auf den Jahwe Mokri steigt. Auf mich? Nein, Ryder. Du bringst Neuigkeiten über den stillgelegten Seelenbrunnen. Es gibt Hoffnung, dass die Erststimme erscheinen wird. Jetzt gib mir das Lied. Zweite Strophe, die Jaik möchte, dass sie Ewas Lied singen. Geht klar. Es wird die epische Zwischensequenz, die genau dieselbe ist wie die davor auch. Steine versinken in Sand. Ein Hauch von Schicksal. Wer kennt diesen Spruch und aus welchem Film kommt er? Gut, gut. Vitraya Ramunong wird bald gefunden werden. Ryder, Signalexperte. Was bedeutet das? Ich knacke Codes, das war mein Beruf, das Entschlüsseln von Mustern. Warum? Selbst als Mensch siehst du, wenn andere nicht sehen. Du siehst dich selbst nicht? Du kannst nicht leugnen, was du bist, Ryder. Eine Art Rätsel? Was meinst du? Gehe zu Tanjala. Lass dich von ihm zu deiner nächsten Reise führen.
Geht klar, Mission abgeschlossen. Hi. Wir fliegen nach Vaeras Vidraya. Das nächste Lied wartet. Du stehst in Sahik Sanumes Gunst. Sie sieht, was du vielleicht werden wirst. Die Erststimme ist eine große Ehre. Ich bin nur einer, der Lieder sammelt. In meiner Heimat nennt man das DJ. Du hörst die Lieder von Eva Rider. Schau über deinen eigenen Tellerrand. Nach Vaera Ramon fliegen. Vorher hieß es noch anders. T'Challa besteht darauf, dass sie nach Vaera Ramon fliegen. Vorher hieß es noch irgendwas nochmal mit V. Also wo es gerade gelabert hat. Kann ich hier hin? Oh. Reisen. Annehmen. Vaera Ramon. Sieht schon mal ziemlich düster aus hier drin. Alles brennt, als wir ihn in der Schlacht stattgefunden hat. What's up, Bruder? Diese Schlacht gewinnen wir, denn jetzt komm ich. Massenkill Murder Rider. Rider ist ein cooler Name. Der Wald brennt. Unsere Krieger fliehen vor den Menschen. Das sind schreckliche Nachrichten. Die RDA scheint die Weide über den Haufen zu schießen. Wenn sie den stillgelegten Seelenbrunnen vor uns finden, ist alles aus. Es wird Zeit, ihren Angriff zu erwidern. In Notzeiten müssen wir alles riskieren. Wir haben ein Sprichwort. Dem Mutigen gehört die Welt. Ah, das gefällt mir. Komm, versammeln wir unsere Krieger. Oh, geht klar, Boss. Die Krieger versammeln. Oh, schade. Oh, cool. Das war zwar unnötig. Ah, ich muss mit dir labern. Du musst die Splitter finden. Die Krieger hier kennen das Land besser als ich. Sie werden dich führen. Ich werde alle Krieger versammeln, die ich finden kann. Versuche, Bay zu finden. Wir könnten seine Hilfe gut gebrauchen. Beidamo sieht deine Sache nicht. Ich weiß aber, dass er hier ist. Es macht ihm Spaß, vielen Tatut die Schädel einzuschlagen. Ich werde nach ihm Ausschau halten. Wenn du alle Splitter hast, treffen wir uns beim schwebenden Felsen. Verstreue Splitter und dein Lied. T'Challa möchte, dass sie den Navi-Stämmen helfen, damit sie dabei unterstützen, die Splitter zu sammeln. Geht klar. So. Das ist also das neue Gebiet, ja? Mal schauen, wie lange wir uns hier aufhalten werden. Also die Grafik hier schon natürlich eine extra super Klasse. Guckt euch das an. So fast monoton eine Farbe ist Wasser, allgemein eine Farbe. Ach, 2009er Grafik halt. Komm mal her. Gengar, Ryder, ein gutes Omen. Das Himmelsvolk greift uns an. Wir sitzen in der Falle. Ich kümmere mich darum. So, als Einzelgänger. Bewährungsprobe. Swawata möchte, dass sie den im Norden gelegten Navidorf sichern. Den im Norden, genau. Das im Norden gelegte natürlich. Wir können Deutsch, nicht so wie gewisse andere Leute. Und nein, ich habe damit jetzt niemand Besonderen angesprochen. Kann ich mit dir reiten? Jo! Ruhig. Dumm. Ja klar. Ja, wehrt euch halt! Alter, seid ihr total gay? Oh, ich laufe jetzt einfach mal außen rum. Achso, fuck, ich muss die hier ausschalten. Töten! Oh, das arme Pferd, das geht jetzt gleich drauf, ey. Weg mit. Huhuhuhu. Hab ich's geschafft? Ja, hab ich. Hallo, komm mal her. Was bist du, greifst du mich an, Alter? Aufs Maul? Weg mit dir. Oh, fuck, ey. Wie soll ich das denn hier überleben? Guckt euch das hier... Ach, scheiße, da sitzt einer. Ah nein, das ist so eine Automatikmaschine. So. Alter, das ist doch ein Labyrinth hier. Wie soll ich denn hier irgendwo hinkommen überhaupt? Hüpf mal darüber. Also erstmal, man sieht hier fast keine Gegner. Zweitens, ich muss in diese Richtung. Und drittens... What the fuck? Okay, das war jetzt eigentlich nichts. Drittens... Wow, hab ich dich erwischt? Bro, Mann, chill! So. Kommen sie halt gleich mal mit so einem Megapanzer daher. Oh ja, ist ja nichts.
Muss auf jeden Fall Teleportbäume finden. Oh, da sind sie schon wieder. Oh Mensch, was Hässliches. So, zack. Sind da noch welche? Nein. Hm, da ist noch wieder einer. Tschüss. Tschüss. Ah, fuck ey, die hat mich sofort geortet. Einfach Slalom jumpen, dann kriegt sie dich nicht. Ach, da waren noch welche. Geh mal nach Hause. Ah, ich bin sogar richtig gelaufen, aber ich bin so glücklich. What the fuck? Guckt euch mal das an. Wie viele da unten gammeln. Okay, nee. Einfach mal rein. Suizid. Scheiße, da auch. Weg mit. Fuck, ey. Lauf. Folgen die mich? So halbwegs. Verpiss dich. Kann schnell nach Hause gehen. Alter! Verpiss dich. Guck dir mal das an, die überrennen uns hier total. Kein Wunder, dass die Krieger fliehen. Lilaner! Ah, der ist tot. Alter, wo sind unsere Krieger? Am Arsch der Welt oder was? So, du gehst jetzt erstmal drauf. Nicht, dass du irgendwas machst. Da hinten war auch noch einer. Okay, der ist anscheinend gestorben. Da oben. Hä? Achso, die helfen. Hör auf mit deinem scheiß Schutzschild. Mach's aus. Dankeschön. Der hilft mir sogar. Geil. Okay, ich muss anscheinend wieder zurück. Wohin denn? Wäre ich keinen ganzen Weg nachher aber wieder laufen, gell? Das wäre nicht nett. Ist hier vielleicht oben so ein Teleportbrunnen, wäre nämlich von Vorteil. Nein, hier ist leider nichts. Weh, die Gegner sind wieder gespawnt. Das wäre ziemlich kacke. Boah, durch so einen verbrannten Wald, alles bombardiert. Phalanxlager. Klar doch. Hm. Aber ich muss woanders hin. Ah, da hinten steht einer, ich habe ihn gesehen. I have seen you. Wow, dich habe ich nicht gesehen, der da drüben irgendwo gammelt. 30 Ader. What the fuck? Okay, die habe ich extrem nicht gesehen. What the? What the? Was ist denn das? Okay, keine Chance, Alter, wenn die mich so bombardieren. Ich geh mal nach Hause heulen. Wo bist denn du und was bist du? Ach, du bist es. Was mache ich jetzt bei dir? Weg. Du steigst da nicht ein. So. Ist da noch irgendjemand, der da hinten? Weg. Ah, ich muss sogar da hoch. Okay. Oh, fuck, ey. Nördliches Dorf. Ha! Dorf! Wir überrennen uns hier, das ist alles. Achso, ich muss hier ausschalten, das ist storybedingt. Ausrastmodus. Hat's hier einen Teleportbaum da? Gut. Reden. Ryder, viele Navi sprechen deinen Namen. Du gibst unserer Sache Hoffnung. Du musst Fmilam finden. Sie ist unsere Heilerin. Ohne sie werden viele Verwundete sterben. Rettungsleine. Mendala möchte, dass sie Fmilam finden und sie sicher ins Dorf zurückbringen. Fmilam ist in der Nähe der Klippen. Geht klar, aber erstmal was freigeschaltet.
Boah, geil, neue Ausrüstung. Oh, oh. Aber jetzt möchte ich mal echt was wissen. Waffen. So. Wenn ich das hier auswähle. Ah, die ist stärker. Ja. Wow. Ich möchte das. Und was ist damit? Okay. Nein, ich möchte kein Maschinengewehr, danke schön. Ich möchte auch keine Armbrust, ich möchte keine Keule, ich möchte einen Kampfstab. Obwohl, Kampfstäbe sind kacke. Okay, es rüstet immer automatisch das Stärkste aus. Gut, dann sehen wir uns dann im nächsten Part hier wieder, Leute. Ciao.